Hi Leute und willkommen zurück zu Outriders. Im letzten Part haben wir uns durch die Wüste gekämpft, haben eine alte Stadt gefunden mit irgendwelchen, ich sag mal, Ureinwohnern, die aber irgendwo hier die Technologie der Menschen hatte. Und wir konnten herausfinden, dass das Signal auch von Menschen gesendet wurde, was natürlich eigentlich nicht möglich ist, weil wir ja erst vor 30 Jahren angekommen sind und das Signal ja schon vor uns auf dem Planeten war. Ja, mal schauen, was das alles zu bedeuten hat. Ich habe nochmal mein Equip verbessert. Ihr seht, ich habe jetzt auch 5000 Waffenstärke, sowas. Auch Hose und sowas an die 1000 hochgemacht. Mal schauen, ob das jetzt was bringt. Ich habe wieder Stufe 6 an. Wird wahrscheinlich sogar so dann gleich wieder tot sein, aber egal. Genau, ich muss hier nochmal kämpfen. Weil wir ja mittendrin den Crash hatten jetzt zum Schluss. Und ich will mal gucken, wie viel das jetzt ausmacht. Okay, ja, das macht gut. Schon gut was. Was ist das? Okay, ja, doch. Macht sehr viel aus, spielt sich sehr viel leichter. Anscheinend sind wir hier nicht die ersten Menschen. Ich sehe so einige Leichen. Die Leute, deren Fahrzeuge wir gesehen haben? Mitten in der Wüste? Möglich. Wahrscheinlich wurden sie von Monroy aus dieser Festung entsandt. Die Typen hatten offenbar auch nicht mehr Glück. Es wäre interessant zu wissen, wer sie waren und was sie hier wollten. Halte nach Hinweisen Ausschau. Ja. So, und hier hatten wir drauf gedrückt. Oh, die Truhe ist ja jetzt natürlich wieder da. Wozu ist der gut? Testen wir gleich nochmal. Mal gucken, was passiert.
Und 3, 2, 1, Serverstörser. Doch nicht. Schade. Nö. Leider nein, leider gar nicht. Wäre auch zu schön gewesen, wenn jetzt nochmal was passiert wäre. Dass man so völlig random irgendwie einen so einen Knopf im Spiel findet, das halt einen Server abstürzt. Okay, dann. Da unten ist eine Jagd auf jeden Fall. Okay, das ist auch wieder nur so ein Nebending. Das will mich auf jeden Fall in eine andere Richtung schicken. Hier wurde schon sowas runtergedrückt. Da hinten. Au. Guten Tag. Möchten Sie mir was Schönes geben? Okay. Ja, ja, jetzt bekomme ich sowas. Weißt du? Nachdem ich das selber hochgemacht habe. Weil ja mein ganzes Eisen benutzen musste. Danach droppt das auf einmal. Quest hinterher. Ah ja. Jetzt nochmal für die Dumm, was ist gerade passiert? Warum wurde ich irgendwohin teleportiert? Hä? Ich habe auf jeden Fall Loot liegen sehen, wo ich hin teleportiert wurde. Au, au, au. Au. Also, ihr könnt das gerne nochmal machen. Null. Ey, lass das.
Okay. Die normalen Ads gingen eben. Die gehen schon nicht mehr. Feldstufe 6. Das ist echt nicht cool. Okay, das ist einer von den Captains, die mich da, oder Champions, Dings, fuck, Mobs, die mich da hops nehmen können. Einfach ohne Probleme. Die können mich da wegporten. Mich echt zu früh gefreut, habe gedacht, mit den neuen Waffen und so weiter geht alles. Aber nein, aber nein. Ich bin wieder hier drinne. Diesmal mache ich nicht den Fehler, gegen ihn zu kämpfen. Ich mache einfach die Truhe auf, aus der anscheinend nichts kam. Okay, das ist kein direkter Port, das ist ein Pull. Er zieht mich nur ran, er teleportiert mich nicht wirklich. Sieht halt nur sehr komisch aus. Und hier habe ich keinen Loot bekommen, ne? Oder ich habe es nicht gesehen. So. Hi.
Lul. Hier. Schalter. Lul. Was gibt's denn als nächstes? Wie größt deine. Ja. Ob ich jetzt anstatt 150 Schuss im Magazin 225 Schuss habe. Sahidi, ich habe Unterlagen gefunden. Anthropologische Notizen von einer Dr. Indira Ocasio. Eine Wissenschaftlerin unter Monroys Leuten? Was hat sie herausgefunden? Sie hat dokumentiert, was ab dem Zusammentreffen mit den Ureinwohnern geschah. Sie nannten sie Pax. Die Beschreibung passt zu August. Sie wurden mit offenen Armen begrüßt. Pax. Ja, das passt zu August. Unglaublich. Na, sag ich doch. Schade. Ich habe Seiten gefunden, die von Monroy verfasst wurden, ihrem Anführer. Er hat die Gruppe in diese Schlucht geführt, weil er hier die Basis der Bestien ausheben wollte. Vielleicht wollten sie Augusts Leuten helfen. Tiago, weiß August denn irgendwas über diesen Monroy? Ich habe gefragt, aber August will nicht über diesen Ort sprechen. Okay, vielleicht ist oben die Tür für was anderes. Ich meine, wir wollen eigentlich direkt zu der großen Tür, ja. Das heißt, wir gehen erstmal einen Umweg. Sahidi? Nein. Was hältst du von den Bauten in dieser Schlucht? Ich versuche sie zu datieren. Sie sind uralt. Wie die Ruinen im Dschungel oder in Augusts Dorf. Aber ich wusste nicht, dass Augusts Leute derart gute Steinmetze waren. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wozu Augusts Leute fähig waren. Muss ich hier schon die Single Taps anfangen? Ich gehe wieder. Nicht an der Kante hängen bleiben. Okay. Oh, kommt wieder ein Dicker. Hey, Dicker.
Warte, ich komm vorbei. Der Weg zum Obelisken ist frei. August und ich sind direkt hinter dir, Outrider. Solltet ihr nicht im Lager auf mein Signal warten? Tut mir leid, August ist mir entwischt. Ich? Weitersprechen? Hallo? Loot, nein. Es muss auf jeden Fall nochmal der andere Typ als Boss kommen. Das müsst ihr euch ansehen. Zu langsam. August, was ist hier passiert? Feind im Anmarsch! Raus da, sofort! Shit! Versteckt euch! Da! Los! Da, los! Okay. Wir gehen mal gucken, wer spielen möchte. Ah ja.
dachte, Feind in Anmarsch. Kommen nur normale Monster. Orgisch, komm hinter mich! Hier! Ihr Riesenkakerlaken! Ich bin hier! In Deckung, schnell! Was zur Hölle ist denn mit August? Augusts Volk wurde nicht von Wilden ausgelöscht. Sie wurden zu Wilden. Wieso sollten sie das tun? Wir begraben Augusts Leiche. Möchtest du auch dabei sein? Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich werde mir die Überreste des Lagers noch mal genauer ansehen. Ich habe hier was Interessantes gefunden. Noch mehr von Monroys Notizen. Anscheinend hat auch er entdeckt, dass sich die Packs verwandelt haben. Schreibt ihr warum? Warum sie sich das angetan haben? Nein. Nur, dass er und seine Leute hier eine Zeit lang den... Noch ein Schlüsselstein? Drück den Knopf. Wir warten dann im Lager auf dich. Komm, wenn du soweit bist. Also so, wie sich halt die Spinnen und die an den, ich sag jetzt mal, hundeähnlichen Monster transformieren konnten, könnte August seine Rasse das halt auch.
Und ich nehme an, so ein paar haben es gemacht, damit sie ihre eigenen Leute beschützen können. Aber die verlieren anscheinend den Verstand dabei. Okay, das hatten wir gesehen, dass da hinten eine Jagdquest ist. Und da ist auch noch so eine Historiker-Quest. Hast du schon wieder neue Sachen im Angebot? Nee. Okay. Was sehr merkwürdig ist, vom letzten Haltepunkt, wo das irgendwie nur 6 Minuten gedauert hat, ihren Shop zu refreshen, dauert das Refreshen ihres Shops jetzt irgendwie eine halbe Stunde oder so. Ich würde halt gerne... Wie weit wir sind. Ich hätte halt gerne so eine Kilometeranzahl. Wie viele hunderte Kilometer sind wir schon gefahren? Und nicht einfach, hier ist der Strich, da fahren wir jetzt lang. Wir machen jetzt diese Riesenstrecke, ohne irgendwas dazwischen zu erleben oder irgendwelche Cutscenes von der Landschaft oder so zu bekommen. Das hätte man besser machen können, echt. Ja, natürlich auch, wenn es jetzt halt nur ein Looter-Shooter ist, wo eigentlich nur... Wir sind nah dran. Die Kampfarenen zählen. Das Signal kommt von hinter dem Höhenzug. Seid auf der Hut. Wenn sich was bewegt, dann rennt. Was? Waren das für Bubbles in der Luft gerade? Gute Frage. Nächste Frage. Babylon. Erkunde das Gebiet. Ziel, durchsucht die Überreste. Wartet hier, ich mach den Weg frei. Die Zeit für Antworten ist gekommen. Ja, aber erst im nächsten Part. Ciao, Leute.